fangt an, es wirklich als nachhaltigen Vorteil zu verstehen. Holt euch dann externe Expertise hinein, die aber nicht als Projekt aufgesetzt ist. Unternehmenskultur kann man im Grunde nicht delegieren, sollte man nicht delegieren. Es ist ein Leader-Led-Approach, richtig, den wir auch ja nach vorne stellen. Dennoch gibt es natürlich die ein oder andere Intervention von externer Seite. Was würdest du da als die wirkungsvollste, als die stärkste beschreiben? Wenn man einmal versteht, dass die Kultur ein wirklicher Entscheidungsfaktor in der unternehmerischen Erfolgssituation darstellt, dann muss es auch Bestandteil der Management-Diskussionen sein. Ansonsten hat es nicht den Raum und nicht die Wertschätzung, die es benötigt. Ansonsten ist es eine leere Plattitüde. Für uns ist das, es ist harte Arbeit. Es ist, natürlich macht es Freude und es macht Spaß an der Stelle und wir sind da ganz leidenschaftlich und passioniert. Aber es hat auch eine ganz knallharte unternehmerische Auswirkung und dementsprechend diskutieren, beschäftigen wir uns damit und holen uns, wie mit euch, dann Experten noch an die Seite, mit denen wir das reflektieren und diskutieren können. Ne? Ihr bringt die Methodik rein. Es funktioniert. Wir sprechen jetzt alle die gleiche Sprache. Von daher langfristig mit einem Partner zusammenarbeiten, schauen, passt die Chemie, passt die Wellenlänge. Es darf kein klassisches Dienstleister-Klient-Kunde-Verhältnis sein. Absolut. Weil es muss so ein intimes, vertrautes Verhältnis sein, sonst funktioniert das nicht.